Solche Tragödien lassen sich vermeiden. Das ÖMTC-Fahrsicherheitszentrum in Teesdorf bietet unterschiedliche Kurse für jedes Alter und Können an. Besonders beliebt dabei ein geförderter Eintageskurs für Senioren. Im Speziellen bieten wir eine Kursform an, die sich nennt Mobil sein, mobil bleiben für die Altersgruppe plus 60. Dort können die Leute neue Technologien wie Antiblockiersystem, Stabilitätsprogramm in einem gesicherten Umfeld ausprobieren und kennenlernen. Damit es beim praktischen Training zu keinen Überraschungen kommt, gibt es eine kurze Theorieeinheit. Dabei geht es um die gängigen Systeme, die aktiv und passiv ins Fahrgeschehen eingreifen. Man nimmt die Angst vor dem Fahrverhalten des Fahrzeuges. Viele wissen eigentlich gar nicht, mit was für einem Auto sie unterwegs sind und was das eigentlich kann. Genug Theorie, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir versuchen mir jetzt mal zu folgen, wir schauen uns die erste Piste an und werden das Ganze dann umsetzen. So, kommen wir zurück ein bisschen näher, ich weiß schon nicht. Grundsätzlich, wenn man sich ein Auto zulegt, sollte man auch wissen, dass man dort reinpasst. Also jetzt körpertechnisch, Sitzposition und so Sachen. Und darum darf ich Sie bitten, kommen Sie ein bisschen näher, möchte ich noch mal zeigen, auf was Sie achten sollten. Wichtig, eine aufrechte Sitzposition und gute Erreichbarkeit des Lenkrads. Das wichtigste Bindeglied zwischen Lenker und Straße ist und bleibt aber der Reifen. Ich muss natürlich beachten, dass der Reifen nicht so alt ist, dass das Profiltiefe stimmt, dass der Reifen zu der Jahreszeiten stimmt, dass man Winter im Winter und den Sommer Sommer hat. Und dass es vier gleiche wären, wäre natürlich auch ein wichtiger Punkt. Beim Slalomfahren wird das Fahrzeugverhalten auf trockener Fahrbahn getestet. Doch was, wenn es mal etwas rutschiger wird? Ja, Sie brauchen grundsätzlich überhaupt keine Angst haben, weil wir sind hier auf Rutschbelägen unterwegs, die Schneefahrbahn endlichen Zuständen entspricht. Schneefahrbahn und zügiges Kurvenfahren? Da kann und darf man auch mal ins Rutschen kommen. Ein Fahrsicherheitszentrum hat den Vorteil, dass wir viele Auslaufzonen haben. Da wird nichts kaputt an dem Fahrzeug, weil unsere Hindernisse bestehen schlichtweg aus Wasserhindernissen oder aus Kunststoffstangen. Und warum macht man so ein Fahrsicherheitstraining? Mir macht es riesigen Spaß und wie gesagt, ich werde es sicher wiederholen. Ich möchte von außen wissen und selber feststellen, wann es genug ist, den Führerschein zurückzulegen. Geht schon los, auf geht's, Strecke ist frei, los geht's. Naja, das ist nicht ganz einfach. Es ist super, wenn man dann so sieht, welche Fehler man eigentlich einbaut, die man gar nicht wollte. Und jetzt, da man sein Auto so gut unter Kontrolle hat, wartet da nicht eine Karriere als Rallyefahrer? Nein, also Rallyefahrerin wäre ich deshalb sicher nicht. Ja, zwischen den Einkaufswagen durch am Samstag beim Supermarkt. Es muss ja nicht gleich Rally sein. Hauptsache, man ist verantwortungsbewusst und sicher unterwegs.